einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Ja, genau. Am besten auch ohne jegliche Selbstüberschätzung, die du ja sowieso nicht hast. Okay, wollte ich jetzt eigentlich da oben bei diesem grünen Teil rauskommen und mich dann ein bisschen mit diesem Antmann da, mit diesem Argus prügeln. Anstrengend geht auch nicht. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Okay, wir haben einen rechten Hebel, einen mittleren Hebel und einen linken Hebel. Gelb ist gerade gedrückt und das ganze Zeug fällt bei Gelb durch. Vielleicht wenn ich jetzt den linken Hebel ziehe, müsste das ganze Zeug doch bei diesem Amtmann drauf regnen. Haha! Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah. Oh. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Ach, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, tschatschatschatschap! Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg! Aua. Das muss wehgetan haben. Aua. Ich war so nah dran. Aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon BAM. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Natürlich bist du das. Und was machen wir jetzt? Schwarzes Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Okay. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Dann mach die Tür doch einfach auf da und guck rein. Na toll. Die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Wie immer. Die Motorhaube, kann man die aufmachen? Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ja, toll. Sehe ich das hier richtig oder können wir hier noch was machen? Und ich sehe es nur einfach nicht. Vielleicht können wir ja eine Runde auf diesem schönen mechanischen Stier reiten. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Naja, nach hier unten können wir auch nicht gehen, oder? Nee. Dann einfach mal eine kleine Wanderung zum Dorfkern machen.
Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Ja, dann erstmal da hinrennen und gucken, was los ist. Immer der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Da führt wohl kein Weg dran vorbei, oder können wir hier uns von einem dieser drei die Wartnummer klauen? Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Ja, wo ist das Mädchen überhaupt jetzt? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Was? Sie soll Auspuffrohre für dich stapeln? Ja. Ich verschwinde. Super. Erstmal hier alles durchprobieren und am Hebel ziehen. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Und Lotti. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Vielleicht. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ich glaube, ich will erstmal zum Bürgermeister. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Oh, ich glaube, Lotti könnte hier echt mein Lieblingscharakter werden. Mal ein bisschen nerven. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Bin ich jetzt endlich dran? Nein. Wenzel. Genau. Bin ich nach Wenzel. Wenzel. Genau. Okay, das Prinzip nerven scheint hier nicht so ganz zu funktionieren. Dann verschwinde ich mal lieber. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Zum Büro des Bürgermeisters. Können wir uns da jetzt einfach mal reinschleichen? Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute der Reihe nach.
Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Aber ich hab doch schon eine gezogen. Wieso darf ich jetzt da nicht durch? Kann ich wenigstens hier rein? Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Ich frag mich irgendwie gerade, wie Lotti es schafft, das alles überhaupt noch zu sehen. Ich meine hier, man sieht noch nicht mal die Nase von ihr, aber sie scheint anscheinend immer zu wissen, wo man gerade ist. Cool, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Siehst du, ist doch was Gutes dabei. Können wir jetzt mit dir irgendwie noch was anderes bereden? Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Die ersten beiden Sachen sind irgendwie uninteressant. Los, komm. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr! Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Das stimmt dann wohl. Ja. Ich beende diese Aufnahme jetzt erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao. Wir sehen uns.